Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Fantastic! Ich bin Jasmin. Ich bin Lara. Enjoy it! Heute mache ich mal meine Arme nicht so, sonst seht ihr meine Achseln. Und das will keiner. Weil Achseln sind irgendwie echt hässlich. Nicht so was Hübsches am Okay, was gibt's heute für euch? Heute wollen wir euch unsere, ja, so richtig exotischen Düfte mal zeigen. Mhm. Einfach so, vielleicht ist es für euch eine Inspiration oder so, dass ihr auch jetzt mit in dieses, ja, exotische Boot aufsteigt. Ja. Okay, so. Also, wir haben auf jeden Fall richtig Bock drauf heute. Ja, genau, ich habe da auch richtig Bock drauf, weil einfach... Jetzt gerade, wo wir drehen, scheint die Sonne. Pardon. Jetzt gerade, wo wir drehen, scheint die Sonne. Hier zwar jetzt nicht bei uns so drauf, aber wenn wir nachher rausgehen, werden wir uns auch irgendwas Schönes auflegen, auftragen. Und wir wollen euch direkt mal zeigen, was wir so alles haben. Da sind auch ein paar neue Sachen dabei, auch was wir schon letztes Jahr hatten. Aber ja, trotzdem auf jeden Fall exotisch. Und wir starten direkt. Wir starten direkt mal mit einem, den ihr schon kennt. Ja. Und zwar von Montal Intense Tiare. Oh, Leute, Intense Tiare ist... hervorragend. Sehr intensiv, wie der auch sagt. Ewigkeiten, ja. Genau. Oh, den liebe ich einfach. Ja, wonach riecht der? Der riecht auf jeden Fall Tiare. Wenn man jetzt sagt... Wie riecht denn Tiare? Es riecht exotisch. Exotisch, blütig. Es riecht cremig, blütig, warm. Sonnencremig. Ja, genau. So, kennt ihr diesen Geruch? Du bist im Urlaub und du machst dich im... Du warst schon frühstücken und machst dich jetzt noch ready für Pool, Strand, was auch immer, ne? Mhm. So, das heißt, du gehst hoch, du cremst dich ein. Ja. Benutzt so ein Bodyspray oder Parfüm oder sonst was. Du cremst dich ja ein mit dieser... Sonnencreme, ne? In der Regel. Um nicht alt zu werden. Damit deine Haut nicht ledrig wird. Oder in meinem Fall rot. Oder, naja, du verbrennst eigentlich nicht. Weißt du noch, wie ich auf Malle aussah? Da habe ich mich mit Öl wie ein Brathähnchen in die Sonne gelegt, dass ich braun werde. Ich war rot, im Flugzeug habe ich mich gepellt und dann kam ich wieder weiß nach Hause. Nein. Quatsch. Ja, ich hatte einen leichten Teint vielleicht. Kommen wir zurück zum Haut. Also ja, du solltest dich eincremen, nicht nur mit Öl, sondern auch mit Sonnencreme. Ja. Und manche, die meisten sind ja auch parfümiert. Und das riecht einfach so danach. Ja. Parfüm gepflegt, sauber, blütig, cremig, warm, geil, sexy irgendwie. Ja, sehr sexy. Finde ich auch. Ja, also willst du... Ja, also ich finde, das ist ein absolut schöner, exotischer Traum und perfekt für den Sommer. Auf jeden Fall auch unisex geeignet. Voll, ja, die Haltbarkeit ist sehr gut. Ja. Also den musst du nicht alle 2 Stunden irgendwie auffrischen oder so, was ja auch mal ganz nett ist. Mhm. Und Sillage, würde ich sagen, ist so auch gut. Auch gut. Genau. Ist halt intens. Du merkst es. Das ist schon ein starker Duft. Der ist nicht wässrig oder leicht. Der ist stark. Ja. Ne? Der, wenn du den dir aufsprühst, dann hast du den echt... Der lange ist, drauf. Ja, ist, sirupartig. Ja. Der ist sehr dicht. Ja. Ja, also wer das mag im Sommer... Ich mag's. Genau. Es gibt ja auch Leute, die mögen es nicht. Aber da haben wir ja auch noch was für euch. Okay. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten. Nehmen wir doch mal den hier. Und zwar... Den kennt ihr auch schon von uns. Sol de Janeiro, der Chirosa 62. Komm doch. Focus, du Kleiner. Du Kleiner. Nee. Jetzt ja. Das ist immer wegen deinem Face. Oh, wie sich das anhört. Ja. Oh, yes. ASMR, ASMR. Oh. Der ist richtig geil, vanillig. Pistazie. Ja, auch wie eine richtig geile, sexy Sonnencreme, Sonnenmilch. Ja, der ist sexy wirklich. Sehr. Der hält auch wirklich gut. Ja. Der ist auch sehr lang anhaltend.
Sillage ist auch echt heftig. Empfehlenswert, mit dieser Creme zu kombinieren. Auf jeden Fall. Auch wenn sie etwas teuer ist. Wenn sie dir zu teuer ist, dann kaufst du dir, so wie ich, Sparbrötchen die kleine. Mhm. Lara hat den großen Bottich, ne? Mhm. Und ich habe die kleine. Oh. Aber mir reicht das auch, die kleine, weil, obwohl, ist deine schon fast leer, oder? Nee. Ich habe die gar nicht oft benutzt. Man braucht auch nicht so viel davon. Ja, und man braucht nicht so viel davon. Mhm, ne? Genau, ein bisschen, die lässt sich richtig gut verteilen, die zieht übertrieben so schnell ein. Ja, und ich hasse das an Sonnencreme, Sonnenmilch, normale Creme, wenn die nicht schnell einzieht. Und die zieht wirklich gut ein. Oh ja, und die riecht so lecker, zum Anlecken ist das. Mhm. Liebe ich. Ich glaube, den benutze ich gleich auch. Ja, geil. Oder jetzt schon. Oder so. Oder warte noch. Who knows? Na, okay. Too late. Kann ja noch was draufklatschen. Was anderes. Ja. Machst du auch mal ganz gern. Okay. Next. Und zwar von 4711 Sunny Seaside of Zanzibar. Ja. Ich mag den auch. Der riecht im Auftakt kurz mal ein bisschen alkoholisch. Ja. Aber er hält für einen 4711 Duft echt gut. Weil so er auch ähnlich wie der Vanilla Chestnut. Ja, genau. Mhm. Der ist nämlich auch schön cremig. Der ist warm, der ist ein bisschen blumig. Hat auch diese Tiaché-Blüte irgendwie. Und Kokos hat er auch. Und Kokos hat er auch. Also riecht wirklich sehr gut und hält. Und für so einen Preis, ich glaube, der kostet 20, 25 Euro vielleicht. Ja. Auf jeden Fall riecht er sehr, sehr gut. Er riecht zwar dicht und süß und ja, auch so sirupartig, so ja, exotischer. Ja. Ne? Ihr wisst, was man damit meint. Ne? Mhm. Hat aber trotz allem auch etwas Frisches. Genau. Drin. Vor allem ist er nicht so, er ist ein bisschen halt, es ist halt ein Kolonie, ne? Also ein, wie sagt man denn, so ein Kolonie einfach. Ja. Ne? Ist nicht so stark konzentriert. Und das macht ihn halt so schön tragbar, einfach auch bei einer starken Hitze. Wenn du jetzt jemand bist, der zwar gerne diese Düfte mag, aber nicht dieses Dichte, dann ist das eine gute Alternative, sowas ein bisschen, ja, Kolonieartiges sich zu holen. Und somit kommen wir auch zum nächsten. Next one. Nehmen wir den, oder? Ja. Und zwar von Ghana Barcelona, Ibiza Nights. Oh, Leute. Der Flakon. Herrlichst. Ja. Lara hat ja den Marbella davon. Ich hab den. Ja, der kommt ja im nächsten Video. Spoiler. Genau. So. Oh. Der ist auch so wieder. Oh. Okay, der ist ein bisschen anders. Der ist ein bisschen frischer. Und aquatisch. Der hat definitiv maritime Noten. Ja. Bin ich mir fast sicher. Ich weiß es nicht, aber ich denk's mir. Und auch exotisch, süß. Der hat eine, also ich denke, dass da auch Tiare, wir wissen euch die Noten auch, aber das, was rüberkommt, ist wieder was Blütiges, exotische so Blüten. So Jasmin oder so ist da, also rieche ich da ein bisschen raus. Exotische Blüten, weiße Blüten und aquatisches. Blüten. Mhm. Und wisst ihr, zum Beispiel, es gibt so einen Duft von Armani, der Blüturquoise, ne? Ich hätte mir gewünscht, dass der so riecht wie der Ibiza Nights. So, der ist von der Haltbarkeit, okay, ne? Also der ist jetzt nicht so ein krasse Beast-Mode-Ding, wo du draufhaust und dann hast du 10, 12 Stunden was davon. Nein, ist es nicht. Den hast du so, ja, einen guten Tag, sagen wir mal so 6 Stunden ungefähr, nimmt man den wahr. Ist ja auch gut, ich meine, das sind jetzt 100 Milliliter, ich weiß nicht, 150 Euro kostet der, meine ich. Aber habe ich gerne mir gekauft, beziehungsweise ich habe ihn eigentlich meinem Mann gekauft. Und er trägt den und er, der kommt gut an. Also das heißt, er ist auch für Männer ganz schön. Ne? Also ist exotisch, irgendwie macht es das so ein bisschen mysteriös. Nicht im Dunklen, sondern im hellen Sinne. Ja. Ja, wie ist er sonst so? Ja, aquatisch, blütig. Bisschen frisch. Bisschen frisch, genau. Und einfach schön. Ja. Und der heißt zwar Ibiza Nights, aber ich finde, er ist eher Ibiza Day. Ja. Ja, der riecht schon irgendwie so, fröhlich. Nach einem schönen Tag. Ja.
auf egal welcher Insel, ob das jetzt Ibiza, Mallorca oder sonst wo ist. Ne? Auf jeden Fall ist er ein schöner, leichter, süßlicher, exotischer Duft. Mhm. Ne? Nicht so schwer. Ich mag ihn. Sehr angenehm, sehr empfehlenswert. Sowieso Cana Barcelona macht echt ganz coole Düfte, ist mir jetzt aufgefallen. Ja. Okay, next. Yes, next one. Und zwar von Jill Sanders, der Sun Pop. Genau. Der ist auch cool, der ist richtig neonpink. Ja. Und der war echt günstig. Ach. So, der riecht frisch, leicht, im Gegenteil zu dem normalen Jill Sanders Sun. Das ist ja sehr, der ist so der gut ist so irgendwie. Fruchtig auch. Und blütig. Ja. Und frisch. Ja. Fruchtig, Blumen. Wie so ein Cocktail. Ja, lecker, irgendwie gut. Magisch. Und ganz einfach, die Haltbarkeit ist nicht unbedingt der Shit, also ist nicht so Bombe. Ja, ist normal. Normal, einfach ein guter, gute Laune-Duft einfach. Voll. Frisch, schnell, einfach mal drauf, du riechst sommerlich, exotisch, weil da hat, meine ich, auch Tiare drin. Ja, das, also ich meine ja, ich rieche ich wieder diese exotischen Blumen raus irgendwie. Kann ich mir aber auch gut vorstellen. Ne, im Sommer. Ja, den habe ich letztes Jahr im Sommer gekauft und oder Spätsommer und jetzt werde ich den dann schön benutzen können im Sommer. Ja, auch sehr empfehlenswert, weil er auch nicht so teuer ist und das macht sie ja auch dann ganz, ja, ganz cool eigentlich. Ja, die kannst du einfach in den Koffer packen, mit in Urlaub nehmen und benutzen. Genau, richtig. Ja. So, kommen wir zum letzten Duft. Ich bin ein absoluter Fan von diesem Duft. Wir haben schon oft davon was erzählt, aber noch nie gezeigt. Okay. Und zwar von Tiziana Terenzi Vele. Oh ja, zeig noch von den Deck. Yep. Oh mein Gott. Mhm. Schön. Wunderschön. Der ist ja so wie der Linche von Lara. Mhm. Ist das sozusagen die gleiche Richtung bzw. Linie, Serie. Mhm. Ja. Aber in anders. So, all diese mit diesem weißen Flakon haben so eine leichte Cremigkeit. Boah, ich feiere den gerade schon wieder. Echt? Also ist es bei mir immer ein Hin und Her. Und zwar, der riecht sehr grün, sage ich jetzt am mal. Am Anfang. Am Anfang. Und das turnt mich ab und zu ein bisschen bei dem ab. Aber jetzt gerade finde ich es wieder richtig geil. Das sind bei mir irgendwie so Launen. Wir beschreiben mal diesen Duft. Ja. Der ist im Prinzip von allem zu viel. Ja. Ne? Ja, oder? Ja. Der ist von allem zu viel und das macht ihn der macht mich einfach wahnsinnig. Der ist grün, weil der hat irgendwie was Blättriges in sich. Feige. Fruchtig. Eine frische, unreife Feige. Bisschen bitter noch dazu. Ja. Dann wird der ein bisschen fruchtig. Ja. Und dann wird der schön cremig soft. Genau. Der hat auch so, ich meine sowas wie so heliotrop, verschiedene Hölzer, Vanille, irgendwie so. Mhm. Der wird cremig. Und diese ganzen Komponenten ergeben für mich eine, du bist, das hatte ich schon mal jemandem auf Parfumo geschrieben, jemand eine auf Parfumo. Liebe Grüße, du weißt bestimmt, wer gemeint ist, weil du schaust auch unsere Videos. Sie hat bei mir eine Abfüllung davon sich bestellt und ich habe ihr den geschickt. Sie hat mir dann netterweise auch ein Feedback gegeben, dass der Duft angekommen ist und dass er für sie schrecklich riecht einfach, ne? Weil der ist echt grenzwertig. Wenn du den so riechst, denkst du, oh mein Gott, Jasmin, wie kannst du so einen Duft empfehlen? Aber Leute, Moment, ja? Gebt ihm eine Chance, weil der ist anders einfach. Mhm, der ist mal echt was anderes. Der ist, ich habe dann zu ihr gesagt, gib ihm noch eine Chance. Ich musste erstmal voll lachen, weil ich das irgendwie geil finde, wenn Leute etwas richtig ekelhaft finden, was ich total geil finde. Da musste ich erstmal lachen. Und dann habe ich ihr gesagt, versuch mal beim nächsten Mal testen, dir vorzustellen, dass du irgendwo so auf Bali bist und du hattest gerade irgendwie so ein bisschen so in einem Wellness-Hotel bist du und du hattest gerade ein Peeling mit richtigen, mit Sand beispielsweise oder mit Kokosraspeln oder so. Lass dir Fantasie freien Lauf, ne?
Und dann kommen sie am Ende und cremen dich ein mit einer richtig schönen Kokosnusscreme auf einem riesengroßen Feigenblatt serviert. Ja? Dieses Feeling gibt mir dieser Duft. Der ist einfach Kokosnusscreme mit Feige. Ja. Das ist das für mich. So, und das muss man erriechen, weil am Anfang ist er wirklich sehr grün. Nach einer Stunde etwa, halbe Stunde, Stunde, hört das mit diesem Grün ein bisschen auf. Es wird auf jeden Fall ruhiger mit der grünen Note. Mhm. Und was bleibt, ist ein ganz cremiger Duft. Also im Prinzip cremig, sauber, angenehm. Gar nicht mehr das, was du am Anfang gedacht hast, dieses, oh mein Gott, mir wird schlecht oder sowas, sondern etwas ganz cremiges, sinnliches, weiches, softes, fluffiges, traumhaftes. Also try it. Give it a try. Einfach nur mal ausprobieren. Und den findet man auch im Internet schon echt günstig. Es gibt so ein paar Seiten, die haben wir jetzt auch langsam mal ein paar ausprobiert. Ja. Ne? Können wir ja mal irgendwann so ein Video drüber machen, wo man gut auch online Düfte kriegen kann, wenn sie im Geschäft nicht vorhanden sind oder einfach viel zu überteuert sind. Ja, aber auf jeden Fall wähle, ausprobieren. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Vielleicht auch schon, aber ist ein Versuch, ne? Ja. Und das waren unsere exotischen Düfte, oder? Ja, genau. Meine Favoriten sind auf jeden Fall der Wähle, der Intense Tier, eigentlich alle. Ich kann keinen Favoriten machen. Wenn ich mir jetzt einen aussuchen müsste, dann wäre es der Wähle für mich. Ich glaube, bei einem würde ich den hier nehmen. Intense Theory. Ja. Okay. Und was sind eure exotischen Düfte? Ja. Habt ihr auch exotische oder ist es gar nicht so euer Ding? Würde mich sehr interessieren. Ja, mich auch. Oder? Ja. Okay, dann hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und bye! Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ciao, nicht unter meine Achseln gucken. Oh.